Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial von mir, den Darin, betreffend dem neuen Minecraft-Patch 1.6.2. Und zwar geht es hier darum, wie installiere ich Optifine in Zusammenhang mit Forge und vielleicht noch den ein oder anderen Mod dazu. Und es geht auch gleich schon los. Das erste, was wir natürlich machen müssen, ist, uns die jeweiligen Daten zu besorgen. Ich habe die schon besorgt. Ich guck mal eben nach. Genau. Hier haben wir die Minecraft Forge-Exe, JAR-Datei und die Optifine RAR-Datei und die könnt ihr euch ganz einfach besorgen. Ich zeige euch das mal hier, obwohl ich die Links noch dazu packen werde, also in der Beschreibung. Und zwar müsst ihr einfach bei Google, wenn ihr selber für ein Wort Forge eingeben, direkt den ersten Link von www.minecraftforge.net anklicken. Ja, das lädt ein bisschen. Hier oben, dann auf Files. Und hier bei Select Minecraft Version dann nun die 1.6.2 auswählen, also die aktuelle Version. So, hier am besten nicht die latest Version runterladen, also die aktuellste, die neueste. Das ist meistens kontraproduktiv, weil die irgendwie nicht funktioniert. Am besten hier bei Recommended diese Datei auswählen. Und wir machen das hier mit der Installer-Datei, das heißt, die solltet ihr euch dann auch besorgen. Also Recommended, hier Installer, bumm, dann öffnet sich hier AddFly genau und den Rest müsstet ihr eigentlich kennen. So, das gleiche machen wir dann mit Optifine. Auch einfach bei Google eingeben. Hier erst Link minecraftforums.net. Und auch hier, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, ah, da ist es schon, hier. Preview Optifine HD A4 Ultra von Minecraft 1.6.2. Hier auch einfach nur auf Download drücken. Auch wieder AddFly und da könnt ihr euch das, ja, komm, runterladen. So, wenn ihr das habt, diese zwei Dateien, das sind die wichtigen, die hier verwendet werden. Dann müsst ihr als nächstes eure Minecraft-Ordner öffnen. Und dazu geht ihr einfach hier unten auf Windows ausführen. Und ja, hier steht schon drin. Das Prozentzeichen, dann updata, appdata und wieder das Prozentzeichen. Okay, bestätigen. Und schon seid ihr hier in diesem netten Ordner. Und hier müsst ihr dann nur noch auf Punkt Minecraft drücken. So, jetzt habt ihr hier diesen neuen Minecraft-Ordner, wo es im Gegensatz zu früher keine Bin-Datei mehr gibt. Aber stattdessen haben wir hier diesen Versions, also Versions-Ordner. Den einfach anklicken. Und hier wird gleich die ganze Magie passieren. So, jetzt haben wir den offen. Und nun müssen wir als allererstes hier die Minecraft Forge Installer-Exe ausführen. Ich mache das hier mit der Version, hier sieht man am Ende die 789. Das ist die, die läuft. Die, es gibt auch schon die 790, aber die funktioniert irgendwie noch nicht. Deshalb benutze ich die. Und da es die Installer-Datei ist, einfach Doppelklick. Hier jetzt gegebenenfalls euren Minecraft-Ordner hier unten angeben. Doch wenn ihr den Standard-Installationsordner für Minecraft gewählt habt, dann müsste der so passen. Der weist dann nämlich genau hier hin. Und das Ganze dann mit Install-Client aktiviert lassen hier. Okay, bestätigen. Ja, successfully. Und man hat schon gesehen, hier wurde nun dieser Ordner erstellt. Genau hier. Zack. So, den könnt ihr nun auch umbenennen, wenn ihr wollt. Doch an dieser Stelle ist Vorsicht geboten, wenn ihr diesen Ordner hier umbenennen solltet. Ja, also den hier. Wir nennen den jetzt mal Test. Ja. Dann müsst ihr dafür sorgen, dass alle Dateien, die in diesem Testordner drin sind, auch dementsprechend heißen. Also wir haben es Test genannt, also muss die hier Test heißen. Und die hier Test heißen. Und diese JSON-Datei, das ist diese hier. Da steht es JSON. Die kann man mit dem Editor öffnen und das müsst ihr auch tun, wenn ihr die umbenannt habt, denn hier habt ihr bei der ID, also hinter ID, hier steht ID, Doppelpunkt und hier in diesen hochgestrichenen Gänsefüßchen ein Text und der muss dem Text, der muss halt hier diesen Namen entsprechen und da müsst ihr dann jetzt auch halt Test rein. In den Gänsefüßchen. Speichern natürlich, bumm, schließen, so, also das aber nur, wenn ihr es umbenennen wollt, das müsst ihr natürlich nicht machen. Ich habe es jetzt einfach mal getan. So, an dieser Stelle, wenn ihr das gemacht habt, also das Installieren der Forge-Datei, müsst ihr als allererstes nun den Launcher starten, den neuen. Und nun hier bei Profile, nicht Default, sondern den nehmen, wie er eben heißt. Wir haben ihn gerade Tutorial genannt, das heißt, ihr wählt Tutorial aus, aber im Normalfall sollte der Forge heißen. Also bei euch wird der Forge heißen, wenn ihr da nichts umbenannt habt. Und dann müsst ihr euch hier einmal mit euren Username und blub 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 und Passwort einmal anmelden.
und dann das Spiel direkt wieder schließen. Das muss gemacht werden, weil dann Forge halt alle möglichen Dateien erstmal initialisiert und runterlädt und alles, und da kommt ihr nicht ganz drum rum. Wenn ihr das fertig gemacht habt, könnt ihr den Installer auch wieder schließen. Den Launcher meine ich. Und als nächstes könnt ihr dann wieder hier in den Testordner gehen, beziehungsweise ihr seid möglicherweise noch da drin und könnt jetzt hier die eine Testdatei, beziehungsweise bei euch heißt die jetzt noch Forge-Datei oder so, wenn ihr sie nicht umbenannt habt. Das ist die JAR-Datei, genau, mit rechtem Mausklick öffnen mit und jetzt zum Beispiel WinRAR benutzen oder auch 7-Zip oder WinZip geht, glaube ich, auch. Das ist ja egal, irgendein, ja, Archivprogramm. So, jetzt habt ihr hier diese Datei. Das ist im Prinzip wie damals die Minecraft.jar, nur dass sie jetzt am anderen Ordner liegt. So, jetzt öffnet ihr zeitgleich, wenn das hier offen ist, noch eure Optifine-RAR, die ihr euch runtergeladen habt. Ja, alles ein bisschen hier übersichtlicher machen. So, und in dieser Optifine-Datei drückt ihr nun, wenn ihr da drin seid, Steuerung und A. Damit habt ihr alles ausgewählt. Haltet die Maustaste gedrückt und zieht den Inhalt hier rüber in eure, ja, Test-Jar heißt jetzt bei mir, also eure Forge, wie auch immer, Jar. Loslassen, das Ganze mit OK bestätigen. Und nun ist Optifine hier drin installiert, das heißt, hier könnt ihr die Optifine-RAR schließen. Hier müsst ihr jetzt noch ganz wichtig den Meta-Inf-Ordner auf jeden Fall löschen. Zack. Und der wird gelöscht. So, dann könnt ihr das auch hier schließen. Hier müsst ihr gar nicht mehr rein eigentlich. Zack. Und hier könnt ihr dann auch wieder raus. So, wenn ihr jetzt noch irgendwelche zusätzlichen Mods installieren wollt, müsst ihr euch in diesem Minecraft-Ordner hier den Mods-Ordner erstellen. Der ist standardmäßig nicht da. Den macht ihr euch einfach hier Rechtsklick, Neu, Ordner und dann halt umbenennen, dass der Mods heißt. Und hier könnt ihr dann alle möglichen Mods einfügen, sofern sie denn mit der aktuellen Version kompatibel sind. Und ich habe hier einfach mal Enchanting Plus reinkopiert. Das ist hier einfach nur von der einen Stelle kopieren, in der anderen einfügen. Ja, rein damit. Und das war's auch schon. Der müsste dann funktionieren, wenn er denn mit der Version unterstützt wird. Ja, und jetzt müsst ihr eigentlich nur noch nochmal den Minecraft-Ordner starten. Also nicht den Ordner hier, die neue Launcher-Exe. Hier oben wieder Forge auswählen. Nun aber, bevor ihr jetzt starten könnt, auf Edit Profile, hier bei Use Version, nicht Use Latest Version, sondern hier Release Test, also bei mir heißt sie jetzt Test, bei euch heißt sie wieder Forge irgendwas Gedöns, auswählen. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird diese Datei nicht gestartet. So, bei JVM Agreements hier unten müsst ihr nun auch noch einen Haken machen, sodass ihr jetzt hier Sachen eintippen könnt. So, und dann müsst ihr diesen elendlangen Text dort hinein kopieren. So, kopieren. Den müsst ihr euch aber nicht merken, den gebe ich auch in der Beschreibung bekannt. Ja, keine Sorge. Und nun hinter den G hier, hinter diesen 1G einfreilassen, dann Steuerung und V zum Einfügen. Und das war es auch schon. Wichtig ist nur, dass hier zwischen diesen Minus, das vor dem D kommt, und dem G, also dass das hier nicht komplett zusammengeschrieben ist, da muss ein frei sein. Darauf müsst ihr nur achten und dann einfach nur noch auf Save Profile. Und jetzt könnt ihr hier auch wieder euren Username eingeben, euer Passwort und auf Play drücken. Und alles sollte ohne Komplikationen funktionieren. Ja, das war es eigentlich auch schon, was ihr zu beachten müsst. Nochmal kurz zusammengefasst. Die Forge-Installer-Datei, diese JAR-Datei anklicken, installieren. Dann wird das hier erstellt. Einmal auswählen und starten. Direkt wieder schließen. Wieder hier reingehen. Die halt öffnen, wie gewohnt, mit WinRAR oder so. Hier dann Optifine reinziehen, beziehungsweise noch andere Mods, wenn ihr die da drin haben wollt. Meta-Inf rauslöschen. Wieder hier starten, wieder hier Forge auswählen, diesmal Edit Profile. Hier Use Version, halt darauf achten, dass ihr da den Testordner habt, beziehungsweise eure Forge-Datei. Der Ordner, der da angelegt würde, der steht da hier hinter Release. Auswählen. Hier den Haken nicht vergessen. Das da einfügen, das Ganze speichern und ihr könnt loslegen mit den Zocken. So, ich hoffe, das Tutorial hat euch einigermaßen geholfen. Wenn dennoch irgendwie Fragen sein sollen oder Anmerkungen oder sonstige Sachen, einfach ein paar Kommentare hinterlassen und ich werde versuchen, auf eure Probleme oder Fragestellungen so gut wie möglich einzugehen. So, das war's dann und viel Spaß mit Minecraft. Tschüss.